Ja, ich bin wieder mal da beim Andi im Andis Waller Camp und Bedingungen sind sensationell. Windstille. Der Phil hat mir heute einen neuen Platz gesagt, einen Tipp gegeben. Gar nicht weit weg vom Camp, aber sehr schöne Nischen mit Wassertiefen, so um die 4 Meter bis zum Ufer und dann aufgehend bis auf 1,50, 2 Meter. Und ja, ausgelegt haben wir, kann man sagen, so um die 150 Meter die weiteste Ruden, um vielleicht den echt scheinen Waller zu überlisten. Die Fische sind auch nicht deppert, die wissen auch, was da los ist. Und ja, Köder, wie gesagt, beim Andi sowieso nie ein Thema. Köderfische, Köderangebot, Karauschen, alles was man will, liegt eigentlich nur dann am Angler, dass man das umsetzt, was man beim Guiding hört. Und dass man sich auf sein eigenes Ding verlässt und sagt, okay, den Platz suche ich mir jetzt aus und da ziehe ich mein Ding durch, meine Montagen platziert. Und dann hast du eigentlich nur abwarten. Meistens so 21, 22 Uhr, 23 ist die Raschauer, wo es dann zur Sache geht und wo man dann wirklich fit sein muss, wenn man so einen 2 Meter Fisch oder mehr zum Boot drillt. Ja, apropos Boot, das sind halt echte Angelboote, Wallerboote, wo man sagen kann, da fehlt es an gar nichts. Sei es Motorisierung, sei es Verlässlichkeit, sei es die Rudenhalter oder das Köderwandel, alles perfekt. Und man muss eigentlich nur ruhig sein, abwarten, bis einen echten Kracher macht. Jawohl.